Leute, es ist total windig über Berlin, deswegen sorry, wenn heute der Wind rauscht, aber die Sonne ist rausgekommen. Wir haben den 31. Januar und ich kann trotzdem draußen sitzen und es ist nicht so kalt, es ist irgendwie 6, 7 Grad in Berlin und die Sonne scheint und deswegen dachte ich, fuck, ich muss aufs Dach, ich war 5 Wochen nicht mehr hier oben oder so und es ist einfach richtig, richtig schön, auch wenn die überall Bauarbeiten sind und es laut ist und der Wind weht. Leute, das ist die Stadt, könnt ihr da hinten den Fernsehturm eigentlich sehen? Ich weiß nicht, ob die Sicht heute gut genug ist. Da ganz hinten irgendwo, da oben irgendwo. So. Und heute machen wir deswegen, weil ich gar kein Thema hatte, wie so oft, aber ich sofort aufs Dach wollte, dachte ich mir, komm, machen wir so eine Art Zauberbriefkasten. Was hat mich in letzter Zeit so an Filmen und Sachen erreicht, die ich für die Kanäle brauche? Und deswegen, Freunde, wer keinen Spaß dran hat, der schaltet weg. Wer gerne das Dach mag, bleibt hier. Und verdammt, dieses Mikrofon wackelt so. Ach, verdammt, was soll's. Okay, Freunde, fangen wir einfach gleich mal an. Aber eigentlich könnte ich auch die... Oh, guck mal. Sonne, Schatten. Sonne, Schatten. Ach. Da werde ich zum Kind. Ich freue mich schon auf den Frühling und Sommer. Dieses Jahr bin ich irgendwie totale Winterhasser und freue mich so sehr auf den Sommer und Frühling wie noch nie. Wie geht's euch, Freunde? Ich freue mich schon wieder durch die Nacht zu laufen, wenn 20 Grad sind in Berlin. So, Freunde, Nummer 1 ist, kennt ihr ja schon von den guten Nachtgeschichten, habe ich mir letztens geholt, dieses Buch hier. Herr Glücklich und seine Freunde, daraus habe ich ein paar Mal vorgelesen, sonntags zur guten Nachtgeschichte. Haben jetzt aber endlich mal das Märchenbuch Grimm. Märchen geholt. Die sind alle Märchen drin, der Gebrüder Grimm oder ganz, ganz viele. Und Freunde, wusstet ihr, passt mal auf. Ihr kennt ja bestimmt ganz viele YouTuber, ne? Guckt mal, wie dieses Märchen hier heißt. Das fünfte da. Ich weiß nicht, ob es bei euch scharf ist. Es gibt ein Märchen der Gebrüder Grimm, das heißt Dr. Allwissend. Verdammt, so wie der gute Doktor hier auf YouTube. Ich glaube, das muss ich Sonntag erstmal vorlesen. Da wird er sich freuen. Haben ja schon ein paar Mal ich mit ihm geschrieben, dass ich vielleicht freuen, wenn ich ein Märchen vorlese, was Dr. Allwissend heißt. Ist das nicht schön? So, Freunde, weiter geht's mit, was habe ich denn noch so Cooles bekommen? Brille brauche ich, brauche ich eigentlich nicht, Sonne scheint nicht. So, weitere Dinge, die ich bekomme, wo wir gerade beim Thema Bücher waren. Ich habe noch das hier. Ein Mein Liebstes Buchspielsachen habe ich für meinen Neffen gekauft. Der Robert ist nämlich wirklich schon Onkel, hat einen ganz kleinen Neffen, der ist nicht mal 2 Jahre alt und dem bringe ich so ein kleines Bilderbüchlein hier mit. Ist das nicht schicki, ist das nicht schön? Habe ich gekauft. So. Aber das darf auf keinen Fall vom Dach werden. Das ist das Wichtigste von allem, was ich habe. Oh, verdammt! Guck mal, meine Arme. Nein, Mikrofon, es tut mir leid. Oh mein Gott, es gibt schon Probleme. Nicht, dass es mich hier vom Dach weht. Alte Scheiße. Den Pudel, meine Haare. Kennt ihr der fliegende Robert aus dem Strubbelpeter? Ich glaube, das könnte eventuell passieren. Ey, Wind, hör jetzt mal auf. Komm, Kapuze auf. Dann wehen meine Haare nicht so. So, mit der Kapuze. Mein Gesicht noch viel runder aus. Ey, verdammt, jetzt geht mir noch die Sonne weg. Mann, Freunde, ich wollte einfach nur ein schönes Video machen und jetzt... Oh Mann, ich glaube, das wird nichts. Na gut, wir versuchen es weiter. Freunde, was habe ich noch bekommen? Noch habe ich bekommen einen Film, der heißt Guns and Girls. Ist das nicht ein Supercover? Klasse Sache, oder? Wissen wir schon, wird nicht teuer. Hier, ein Presseexemplar von Looper, habe ich im Kino nicht gesehen, ist bestimmt richtig cool. Wie fandet ihr Looper? Schreibt es mal in die Kommentare, Freunde, das interessiert mich sehr. Dann In the Cut. Keine Ahnung, was das ist. Auch ein Presseexemplar. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Wenn es jemand kennt, sagt mir Bescheid. Dann zur Verlosung für euch dieses Wochenende. Das war immer der Chaos Date auf Blu-ray, Freunde. Fand ich ganz lustig. Ich liebe Adam Sandler, wobei der Film eigentlich völliger Schrott ist. Dann eine coole, interessante Dokumentation, die heißt Hooligans. Von Sean Bean wohl irgendwie. Das ist eine Milieustudie rund um Hooligans, finde ich schon mal ein ganz, ganz spannendes Thema. Übrigens habe ich eine Dokumentation gesehen, die hat mich komplett verändert. Die heißt I Am, die müsst ihr sehen, die ist unglaublich stark. Und ich kann gar nicht beschreiben, worum es geht, aber es geht echt um das Leben und folgt eurem Herzen. Eine unglaublich interessante Dokumentation. Und hey, der Winter nachgelassen. Voll cool. So, das nächste, was ich bekommen habe, ist hier irgendwie von Los Bandidos Film. Deren neuer Film, der heißt The Super Capitalist. Ich liebe ja Filme wie Wall Street und wenn es um Banken geht und wenn es um Finanzen geht. Mal gucken, was der so zu bieten hat. Bin ich mal gespannt. Dann habe ich noch bekommen irgendwie dieser Woche Tomcats. Irgendwie mit der Re-Release aus dem Jahr 2001. Eine Komödie, die ich überhaupt nicht lustig fand, aber vielleicht früher mal. Dann habe ich mir letztens noch die Dokus gekauft, schon Kritiken gemacht zu Mr. Untouchable. Auch diese Hot Dogs-Reihe von Ask It a Light, die ist irgendwie voll cool. Die haben so eine Zusammenstellung von Dokumentation. Dann The Godfathers of Ganja. Irgendwie stehe ich so auf Drogen- und Kriminalitätsdokus. Dann habe ich mir endlich mal geholt auf Blu-ray Der Soldat James Ryan. Ja, ich weiß, den hat man natürlich schon gesehen, aber ich wollte den mal auf Blu-ray haben. Und Wie ein einziger Tag, weil ich Ryan Gosling total mag. Und den habe ich noch nie gesehen. Der ist bestimmt richtig gut. Schreibt mir, wie ein einziger Tag ist. Und das war jetzt, glaube ich, ganz schnell alles, was ich hier so in meiner Kramkiste auf die Schnelle gefunden habe, was ich so zugeschickt bekommen habe in letzter Zeit. Es ist auch verdammt windig und nach einer Zeit wird es kalt hier oben. Und ich dachte, ich mache mal nur ein kleines kurzes Intermezzo.
So pünktlich jetzt so zum Wochenende, Freunde. Jetzt haben wir eine Brille auf. So. Sie sieht aus wie voll der Sugar Daddy, Freunde. So. Ich sag mal tschüss. Auch wenn es jetzt irgendwie mal wieder gar kein Konzept hat. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, ein paar tolle Tage. Wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Folgt eurem Herzen, Freunde. Das ist das Wichtigste. Und schreibt mir, was das Coolste ist von den Sachen, die ich euch gezeigt habe, die ihr euch zuerst angucken würdet. Welchen Film oder welche Dokumentation. Würde mich interessieren. Und was macht ihr Schönes am Wochenende? Und seid ihr dieses Jahr auch so Winterhasser wie ich? Ich kann es überhaupt nicht fassen, im Ernst, dass es Ende Januar ist. Das ist total geil. Na gut, eigentlich habe ich auch gar keine Zeit, weil es war gar nicht geplant, die hochzugehen. Weil ich muss jetzt gleich zu einer Pressevorführung von Liebe Stummer. Der kommt, glaube ich, Ende Februar in die Kinos. Mal gucken, wie der Film so ist, ob der lustig ist. Und dann gucke ich mir noch einen Kinofilm an und war dann halt zweimal im Kino und muss deswegen jetzt gleich erstmal zum Sony Center, Freunde. Aber wenn ihr das Video seht, war das alles schon vorgestern. Deswegen ist das scheißegal. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Macht's gut, bis ganz, ganz bald und tschüss.